Logbuch des Kapitäns. Sternenzeit 2027,1. Liebe Cindy, ich werde von dem bösen Kaiser Klingon auf einem öden Asteroiden gefangen gehalten. Musst du denn ständig rummeckern? Es sind doch nur 6 Wochen. Keine gute Idee, dass ich dir erlaubt habe, deine Kamera mitzunehmen. Du machst hier wertvolle Erfahrungen, Paul, und dafür wirst du mir dankbar sein. Dankbar sein ihm? Für das hier? Was ist das bloß für ein Leben? In die Berge verschleppt zu werden, nach uralten Scherben und Außerirdischen zu suchen. Aber was soll's? Cindy, ich habe neulich hier den Arbeitern meinen ersten Sketch vorgespielt. Kam eigentlich ganz gut, obwohl sie kein einziges Wort Englisch sprechen. Also ich finde, die leben hier hinterm Mond. Unglaublich, die kennen nicht einmal Mickey Maus. Was willst du da machen? Nächstes Mal verteile ich Kichererbsen. Paul, hör auf damit. Du wirst sowieso nicht nach Los Angeles gehen, um Komiker zu werden. Ich will aber, Dad. Nein, du gehst nicht, Paul. Und weißt du warum? Du bist nicht witzig. Und du weißt überhaupt nicht, was in Los Angeles los ist. Es ist wie New Jersey mit Erdbeben. Hm. Komm, wir gehen jetzt. Morgenstund hat Gold im Mund. Ah, sind die Rührer fertig? Doktor, Doktor, wir haben jemanden, der den Stein übersetzen kann. Wunderbarer Mann. Ist das nicht aufregend, Paul? Ja, ich bin total geschockt. Aber du, weder Kotscha in der Ratte, der Ritter. Was hat er gesagt? Er hat bestimmt zu viel Kokablätter gekaut, Doktor. Er sagt, es heißt, höre auf Viracocha. Das Feuer der Götter wird immer Gerechtigkeit bringen, von heute bis ans Ende der Zeit. Man sollte den Alten fragen, wie oft er sich den Fluch der Mumie reingezogen hat. Ist er sich ganz sicher, Ramon? Oh, er war sich schon sehr sicher, Doktor. Irgendwas über Außerirdische? Nein, absolut nichts. Okay, Paul. Es wird Zeit für ein paar archäologische Ausgraben. Du weißt doch, Papst, ich habe mich schon auf dem Schulfriedhof drum angestellt und deshalb... Paul. Papst, ich warte lieber hier draußen. Komm mit. Paul, das ist ja unglaublich. Ich habe eine Gänsehaut. Aber nur weil es kalt ist, Papst, hier kriegt man eine Lungenentzündung. Ich will nach Hause, sei sofort. Ruhig. Psst. Oh, sieh mal. Guck dir mal die Steine an. Es ist unglaublich, wie die zusammengefügt sind. Ich habe eine Theorie. Ich glaube, dass Außerirdische die Steine mit Lasern geschnitten haben. Was ist das denn? So eine Art magersüchtiger Spanier, Paps. Was war das? Oh. Paul, schau dir das an. Das ist Inte, der Sonnengott der Temanaquas. Gut erhalten, der Junge. Keine Karies. Oh, wirklich erstaunlich. Untersuch mal diese Seite da. Mach schon. Oh, guck dir das an. Das ist unglaublich. Das ist pures Gold. Es ist nicht zu fassen, dass die Spanier das nicht weggeschafft haben. Was ist los? Wenn das so eine einheimische Kakerlake war, Papst, größer als ein Cocker Spaniel, dann werde ich hier abhauen. Ganz ruhig, Paul. Ich sehe mal nach. Nichts zu sehen. Hier vorne, Papst. Was? Komm her. Ich hatte recht, das ist ein Außerirdischer. Papst, wieso bist du dir denn da so sicher? Muss aber klug sein, der Kleine. Dann hat er eben Spanisch gelernt in der Zwischenzeit. Oder was soll das sonst bedeuten? Ein genetisches Experiment der Nazis. Nein, das ist ein Außerirdischer. Ach, hol doch mal was zum Einpacken für ihn. Du wirst mir sehr hilfreich sein, Amigo. Mit dir kann ich beweisen, dass Machu Picchu wahrscheinlich ein Kontrollturm war für außerirdische Raumschiffe. Lass die Skeptiker lachen. Ich werde ihnen meinen lebenden außerirdischen Beweis mitbringen. Stimmt's, Amigo? Amigo. Partner. Papst, das Einzige, was ich gefunden habe, ist mein Kleidersack. Ich hoffe, es stört dir nicht, in meiner Unterwäsche zu sitzen. Kein großes Risiko. Hier, halt das mal. So. Mal sehen. Schokoladenriegel? Davon kann er Pickel kriegen. Ramon! Ich muss hiervon noch eine Probe nehmen. Was glaubst du, was das ist? Ich weiß nicht, aber so wie es hier im Dunkeln leuchtet, sieht's aus wie Giftmüll. Du Papst, er geht in die Tasche. Ah, sehr gut. Ramon! Ramon!
Ja, Doktor? Zwei Dinge, Ramon. Wir müssen unbedingt sofort nach Lima und bestich die Arbeiter, damit sie nichts verraten. Das ist nicht mehr nötig, Doktor. Wieso? Sind alle weggelaufen. Schreien. Oh ja, das will ich auch machen. Paul. Voyamo para todos. Ja, einen schönen Feierabend. Gracias. Ah, schmeckt's gut. Vielleicht ist das nur ein Mistkäfer aus dem Weltall. Sehr witzig. Zu lange in deiner Gesellschaft. Jetzt denkt er sei ein Komiker. Meine Herren, treten Sie bitte zur Seite und entkleiden Sie sich. Hallo, Cindy. Passagier, wir geben Alarm zum Informationsschalter. Ich hab dich vermisst. Warte mal, ich hab was für dich. Deine ganz spezielle peruanische Baseballmütze. Ich glaube, die beiden passen gut zusammen. Eine Zipfelmütze, sowas habe ich ja noch nie aufgesetzt. Diese Kassette ist auch für dich. Wollte sie dir eigentlich schicken. Wir haben die Giants gespielt. Sind sie noch auf dem ersten Platz? Wie war das Spiel gegen die Dodgers? Tja, Simon. Simon, du wirst es mir nicht glauben. Sie haben gewonnen. Wirklich? Sie haben gewonnen in letzter Sekunde. Wahnsinn. Mit Hell wer? Und wie? Na, wer wohl? Dann hole ich unser Gepäck selbst. Shilly Davis. Ja. Shilly Davis war plötzlich vorn und machte den entscheidenden Punkt. Hey, was ist denn da drin? Paul, hast du dir etwa ein kleines Lama mitgebracht? Hol's doch raus. Nein, 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 er fühlt sich wohl so. Ich habe da einen Socken reingelegt zum Spielen. Das ist doch kein Hundebaby. Kein Hundebaby, was dann? Ein Ameisenbär? Du liegst total daneben. Ein kleines Faultier. Ist es ein Beuteltier? Ich glaube nicht, dass er einen Beutel hat. Eine bolivianische Beutelmaus. Mist! Verkehrssünder! Das war Cindy. Das wird ja noch ein toller Tag. Zusammen. Wie war die Reise, Doktor? Alles gut gelaufen? Vielleicht irgendein Monster dabei? Nein, nein, nein. Gar nichts diesmal. Ich hatte schon auf 35 abgebremst, als wir am Ortsschild vorbeikamen, Kumpel. Hab ich gesagt, du warst zu schnell, Mädchen? Jetzt wird dein Kumpel dir mal was sagen. Du warst 12 dB über dem erlaubten Geräuschpegel und das ist nun mal kein Pappenstiel. Aber ich habe runtergeschaltet, um langsamer zu werden. Und ich habe dir schon öfter gesagt, lass den Auspuff reparieren. Und vielleicht hältst du dich ja jetzt mal an die Umweltschutzbestimmungen, damit Sweetwater ein schöner Ort bleibt zum Leben und zum Kinderkriegen.
Such dir einen richtigen Beruf. Reparier den Auspuff der Umweltsünderin. Niedlich, die Kleine, aber ein Miststück. Ist ja schon gut, Kerlchen. Ist ja gut, ja. Wir sind ja jetzt da. Ich glaube, er ist ein bisschen reisekrank. Psst, okay, ist ja alles gut. Was meinst du damit, dass du jetzt Vegetarierin bist? Na genau das, was ich dir gesagt habe. Also technisch gesehen ist das auch leicht zu begreifen. Ich will einfach keine warmblütigen Tiere essen. Das ist alles. Ich steh mal auf. Und was bleibt denn da noch übrig? Schlangen und Salamander? Ach, mach doch da nicht so ein Riesending daraus. Ich esse ja immer noch Meeresfrüchte. Also ich finde das Ganze irgendwie komisch. Hey Kumpel, guckst du auch mal Fernsehen? Fernsehen! Hallo, ich bin Cecil Waterman. Zurzeit werden mehr als 60 Weinmixgetränke auf dem Markt angeboten, aber es gibt nur ein Original. Cecils ganz natürliche Weinmischung mit allen guten Sachen, die Kalifornien zu bieten hat. Cecil! Und du surfst auch ohne Brett. Onkel Cecil, was für ein Depp. Was für ein Depp? Ich hab hier was zum Naschen. Willst du was zum Knabbern? Knabbern? Och, ist der niedlich. Kann er jetzt nicht aus der Tasche raus? Nein, auf keinen Fall. Lass ihn da drin. Er darf auf keinen Fall von jemandem gesehen werden. Ja, hallo? Er glaubt, es ist ein Außerirdischer. Michael Jackson hält er auch für einen Außerirdischen. Das Gegenteil ist auch noch nicht bewiesen. Also, ich habe lang keinen mehr so reinmampfen sehen, seit dem Tag, als du so betrunken warst. Weißt du noch, du hast die ganze Tafel Haschisch gegessen? Ja, du dachtest, das wäre ein Schokoriegel. Jetzt habe ich's. Was? Er ist ein Munchie. Wir müssen dem Jungen Namen geben, zum Beispiel Arnold Zipfel. Zipfel? Das Schwein aus der Comicserie? Ja. Guck mal, der gefällt ihm. Oh Mann. Also, hier ist die Nummer des Hotels, in dem ich heute übernachte. Und dann höre ich mir in der Universität Dr. Crowders Vorlesung an. Hieroglyphen der Inka. Kunstform oder kosmischer Witz? Und erzählst du ihnen was von Arnold? Von wem? Arnold! Arnold! Ach, unser kleiner Freund in der Tasche. Aber sicher erzähle ich ihm von Arnold. Er soll ihn sich selbst anschauen und seine eigenen Schlüsse ziehen. Er hat angedeutet, dass er an Besucher außerirdischer Wesen glaubt. Hier, in seinem Buch Tagebuch des Eroberers. Falls er meine Theorie bestätigt, finde ich auch einen Verleger für mein Buch. Dann gibt's keine Geldprobleme mehr. Hoffe ich. Das wäre super. Ich bin wirklich froh, dass du mich dabei unterstützt. Ich brauche nämlich deine Hilfe. Du musst unbedingt auf Arnold aufpassen, bis ich zurück bin. Oh nein, was denkst du dir dabei? Ich soll hier zu Hause sitzen und Babysitter spielen für einen Gartenzwerg? Also gut, dann machen wir es anders. Du wettest doch ab und zu. Ich mache dir ein Angebot. Ich wette, dass du nicht einen Tag auf Arnold aufpassen kannst. Wenn du gewinnst, dann reden wir über deine geplante Komikerkarriere unten in L.A. Gut, ich bin dabei, aber was passiert, wenn ich verliere? Dann bleibst du hier, gehst zur Universität und machst später was Vernünftiges. Na, das ist ja ein tolles Angebot. Du musst ihn unbedingt versteckt halten. Niemand darf etwas über ihn erfahren. Okay? In Ordnung. Ich verlass mich auf dich, Paul. Ach, Herrje, mein Gott, womit habe ich das nur verdient, dass sich diese verdammte Eizelle damals noch mal geteilt hat? Willkommen daheim, Bruderherz. Du wolltest mir doch deine Hälfte des Grundstücks verkaufen, wenn du wieder da bist. Und ich bin immer noch interessiert. Also, du brauchst nur noch zu unterzeichnen. Tut mir leid, Cecil, aber ich bin jetzt anderer Meinung. Ich habe jetzt neue Pläne und es sieht ganz so aus, als würde das klappen. Ich möchte dich zwar nicht brüskieren, aber da ist eine Menge Geld für mich drin. Und damit wären die mageren Zeiten wohl vorbei, also halte ich es für wenig sinnvoll, mit dir einen Vertrag zu machen. Entschuldige mich. So wird hier also jetzt gespielt, hm? Na gut, Bruderherz. Das bereust du. Auf Kanal 3 bringen sie nur abgefahrene Sachen. Und auf 24 kriegst du all die alten, wirklich guten Filme. Und hiermit kannst du ihn anschalten. Willst du mal versuchen? Anschalten!
Genau. Wir haben für Sie die besten Steaks und die knusprigsten Kroketten. Außerdem hundertfache Auswahl an der extra langen Salatbar. Dieses Steak ist so zart, wie ich es vorher noch nie gegessen habe. Und ich esse nur noch diese tollen Kroketten. Sehen Sie, absolut zartes Rindfleisch, das Ihnen im Munde zergeht, gibt's nur im Steakparadies. 4 Restaurants ganz in Ihrer Nähe. Ich danke Ihnen. Trucking up to Buffalo, I've been thinking you got to mellow slow and take time to pick a place to go. So just keep trying. Bist du denn nun völlig übergeschnappt? Das ist eine englische Import-DOS-LP, Mann. Ach, was du dir anhörst, ist doch sowieso absoluter Mist. Ich hab nen Job für dich, Scheißkerl. Vergiss es, Papa. Ich hab mir in Zukunft vorgenommen, kein einziges krummes Geschäft mehr mit dir zu machen. Ach, das ist aber schade, Dude. Weißt du was? Entweder du hilfst mir, oder du kannst deinen Rucksack nehmen und demnächst wieder unter freiem Himmel übernachten. Sieh mal, du brauchst Geld und ich hab einen Job. Na, machst du mit? Oh Mann, ich hab ja gar keine andere Wahl. Wenn ich jetzt nicht mache, was du willst, werde ich bald wie ein Hund krepieren. Oh, hallo. Hallo, meine Süßen. Na kommt, es gibt Mittagessen. Komm her, Petey. Komm her, Woody. Kommt hoch, Jungs. Happy, happy. Schnapp, schnapp. Ich glaube, das wird ihm gefallen. Arnold. Mädels, Arnold. Hör mal, Paul. Arnold vergnügt sich gerade mit Miss Juni. Mhm. Und du weißt auch, dass wir beide uns schon sehr lange, naja, nicht mehr richtig gesehen haben. Ich soll also meine sehr verantwortungsvolle Aufgabe nicht so ernst nehmen und mich stattdessen mit dir beschäftigen. Absolut richtig. Also gut. Okay. Pass doch auf, wo du hinlatschst. Nimm den blöden Hut ab. Du hast wohl noch nie in deinem Leben einen Krimi im Fernsehen gesehen, was? Meinst du, ich will bei so einer Aktion gleich von jedem erkannt werden? Schön, dass du wieder da bist. Gemacht? Ih, widerlich! Finger weg, du Stinkmopf! Arnold, geh sofort wieder runter und guck Fernsehen. Hau ab! Also gut, ich entschuldige mich. Wenn ich jetzt sage, rennst du rüber zum Wohnzimmer und sperrst ihm den Weg ab. Womit denn? Jetzt! Was jetzt? Nun renn doch! Hab ich dich! Mit dir geht alles schief! Ich werde dich schon noch erwischen, du kleine Ratte. Komm her, Kleiner, komm.
Mietz, Mietz, Mietz. Komm schön her, komm, Mietz, Mietz. Und du glaubst ganz sicher, das Ding ist eine Katze? Sei still, halt lieber die Mülltüte bereit. Na, komm her. Oh. Oh Mann, irre. Wahnsinn, das ist ja total irre. Mit der gleichen Methode könnten wir auch den Schneemenschen in Nepal einfangen. Los, raus hier. Hey, kleines Doktorspielchen. Was? Also das gehört eben? Wahrscheinlich plündert Arnold gerade den Kühlschrank. Schlag mich noch mal. Hallo, du Depp. Ihr beiden kennt euch wohl näher, hä? Werd nicht frech, du Pisser. So, das war's dann wohl, Papa, aber ich muss jetzt leider gehen. Oh nein, das wirst du nicht. Du bleibst schön hier. Du wirst auf das Viech hier aufpassen. Aber ich hab noch was Dringendes vor. Ich muss mir unbedingt noch Eintrittskarten besorgen für das Open-Air-Festival. Aber mein Junge, hab ich dich nicht die ganze Zeit wie meinen eigenen Stiefsohn behandelt? Aber ich bin doch dein Stiefsohn. Na siehst du, hab ich dich nicht immer wie ein Stiefkind behandelt? Klar, du hast mich ständig wie ein Stiefkind behandelt. Sehr richtig. Und deshalb beschützt du das Viech mit deinem Leben, oder ich werde dir den Hals umdrehen. Drohst du mir damit, Papa? Ja. Na gut. Ich fahre jetzt zum Busbahnhof und werde deine Mutter abholen. Und mach keinen Mist. Rumpfkopf. Wo steckst du? Ich bin hier hinten, hinter der Wassermelone. Ich sehe keine Wassermelone. Hey, hör auf damit, du pelziger Schlappschwanz! Für den Tisch hat meine Mama über 4000 Bücher mit Rabattmarken vollgeklebt. Lass den Quatsch. Ich hab gesagt, Finger weg. Gut gelandet? Oh, Mann! Jetzt werde ich dir das Genick brechen, du! Na, wie wär's? Noch eine kleine Massage mit dem Billardstock, hä? Ja.
Ich hab dich vermisst. Wirklich? Ganz schön kalt nachts im Bett ohne dich. Oh, süß. Mein Schnuckelein, du. Schatz, wie geht's denn eigentlich meinem kleinen Sohnemännchen? Na gut, gut, sehr gut. Weißt du, was ich nicht verstehe, Liebling? Warum hast du eigentlich dieses widerliche Kind adoptiert, diese Witzfigur, als du damals deinen Ehemann verlassen hast? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte einfach nur Mitleid mit ihm damals, weil er so hässlich und dämlich war. So ein mieser kleiner Bastard. Unglaublich böse drauf, einfach nicht zu fassen. Oh, ja. Hey, Rudi, wie geht's denn, Alter? Mensch, was hab ich letzte Nacht bloß getrunken? Rudi, wo sind wir eigentlich? Hey, guck dir mal die Küche an. Hast du schon mal so eine hässliche Küche gesehen? Komm schon. Jackie. I got my chips cashed in, keep tracking. Los, dreh voll auf, Alter! Ah! Komm nach Hause, Arnold! Das geschieht dir ganz recht. Ist doch völlig klar, dass der ausflippt, wenn du ihm so ein Heft gibst. Du tust ja so, als hätte ich ihm eine Vollpension im Hauptquartier von Playboy verschafft. Du hast dich einfach nicht um ihn gekümmert. Pass auf, du könntest mir ruhig ein bisschen mehr Vertrauen schenken. So habe ich dich nie kennengelernt. Ist gar nicht so einfach mit der Liebe. So, Alter, der Tochter! Wo sind die denn auf einmal hergekommen? Ich weiß nicht. Du wartest hier. Ich laufe hinten rum und du lenkst sie inzwischen ab. In Ordnung? Ja, gut. Hallo Jungs. Badum, badum, bam. Badadadadum, bum, ba. Badadadadum, badadadadum, bam, ba. Paul, beeil dich! Badadadadum, bam, ba. Gut gemacht. Wir haben sie. Du könntest für mich ruhig auch mal so tanzen. Ein Trommelfell! Oh, wie geht das? Ein Stink! Mach sie alle, Alter! Schieß über den Haufen! Mach schon! Ja. Komm, Arnold, sei vernünftig und gib mir das Gewehr! Hör nicht auf ihn! Gib mir das Gewehr! Ich werd gleich stinksauer! Bleib stehen, Mann! Was ist denn bloß in die gefahren? Los jetzt, starten! Wir sind weg! Komm, wir fahren hinterher. Geht's hier um die Rallye-Weltmeisterschaft? Rauch nicht so viel, oder du wirst Krebs kriegen. Ich bin versichert. Hier lieber die Landschaft an, du Pfeife. Wir werden so schnell nicht mehr hierher kommen. Was denkst du dir? Meinst du, du kannst mich abhängen?
Aber vorher zerschieße ich dir alle Reifen. Das hatten wir doch schon mal. Hä? Du glaubst wohl bloß, weil mein Vater zurzeit einen Kurs zur Terrorbekämpfung besucht, kannst du wie ein Verrückter durch die Gegend rasen. Eddie, du wirst es sicherlich nicht glauben, aber Cindys Vater ist beim CIA. Unser Auftrag betrifft die nationale Sicherheit. Dieses hässliche Auto da vorne war voll mit russischen Spionen und Geheimpapieren aus Silicon Valley. Wirklich? Ja. Braucht ihr Hilfe? Ihr braucht einen wie mich. Ich war mal einer der besten Pfadfinder. Also gut, aber die ganze Sache ist streng geheim. Aha. Wir haben guten Grund anzunehmen, dass diese Bande geplant hat, den Golfplatz zu sprengen. Als Kritik am American Way of Life. Okay. Danke, Paul. Woher hast du gewusst, dass mein Vater beim CIA ist? Na, sie haben ihn verpfiffen. Was liest du denn da? Ah, das ist die allerneueste Ausgabe meiner Frauenzeitschrift. Hier ist ein Interview drin mit Arnold Schwarzenegger darüber, wie schwer es sensible Typen heutzutage mit Verabredungen haben. Sag mal, warum liest du eigentlich nur diesen Käse? Das gehört zur Allgemeinbildung, Schätzchen. Oh, guck mal, hier steht dein Horoskop. Das fehlt mir gerade. Hier steht beim Krebs, Sie haben in diesem Monat zu wenig Geduld mit Ihren exzentrischen Nachbarn. Home is where your heart is. Feuer unterm Hintern machen müssen, Mist Bande. Gegen Deckung, Mama. Verrückte Chaoten, auch noch Gewehre haben. Oh. Ihr Idioten! Supervisor. Kopf, wie haut ab. Das wäre gerne büßen, ihr Feigenschlammschwänze. Oh, der haben wir es gezeigt. Wir sind die Schärfen. Wo sind Sie langgefahren? Da! Die Straße runter! Was ist denn das? Ah! Wie sieht's denn hier aus? Die Putzfrau wird total ausflippen! Oh nein! Oh, meine Originalplastik! Oh, Elvis! Ja, sieht wohl so aus. Guck dir nur diese Schweinerei an, mich zu fassen. Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nein.
Irgendein Verbrecher hat meine tropischen Fische ertränkt. Aber was ist dir bloß passiert? Dein Sohn hat mal wieder alles versaut, und zwar gründlich. Ich hätte Simon zwingen können, mir sein Grundstück zu verkaufen, aber er hat's versaut. Er hat dieses Viech entkommen lassen. Was denn für ein Viech? Ach, so ein verdammtes Ding, das Simon aus Peru hat. Wir müssen jetzt den alten Ed herholen, so schnell wie möglich. Lass uns Eddie holen. Eddie, sein Wagen stand eben am Golfplatz. Sehr schön, der ist ja noch blöder als sein Vater. Aber wir haben wahrscheinlich keine andere Wahl, solange sein Vater nicht zurück ist. Clearview, bitte. Die Nummer vom Easy Eight Motel. Mal langsam. Hey, hey, ausbleiben hier. Das gibt's ja nicht. Da bist du alle da. Hey, Idiot, verpiss dich. Komm, weg hier. Ach, Mann. Bleib zurück. Ist wohl verrückt, was? Komm, mach eine Fliege. Hey, Hartmann. Ich rauch dich in der Pfeife! Du mieser kleiner Wichser, verpiss dich! Attacke! Oh. Ah. Wann werden Sie es einsehen und endlich begreifen, dass die böse rote Flut des Kommunismus das amerikanische Wesen zerstören will und außerdem unseren amerikanischen Lebensstil korrumpiert? Diese sowjetischen Knechte bringen mich nochmal zum Kotzen. Ihr kommt euch wohl ungeheuer komisch vor. Schickt mich hier raus zum Bewachen des Golfplatzes und kein Schwein ist da! Diese russischen Spione müssen einen Informanten beim CIA haben, aber wir brauchen deine Hilfe, um an Dudes Auto ranzukommen. Kannst du nicht irgendwie ein Schleppnetz auswerfen oder so? Das wird wohl nicht klappen, Kojic. Eddie! Eddie, warum tust du nichts, um die Katastrophe zu verhindern? Mit allem gebotenen Respekt, Mr. Waterman, darf ich Sie darauf hinweisen, dass ich der Polizeioffizier bin und Sie der Zivilist. Und ich werde nicht zulassen, dass hier zügellose Anarchie herrscht, nur weil mein Vater einen Kursus besucht. Was für eine Katastrophe. Die Katastrophe, die mein Reihenhaus verwüstet, dann meine tropischen Fische und Dude McIntosh getötet hat, meinen geliebten Stiefsohn. Sie haben ihn ermordet? Super. Mein erster Mordfall, ein toller Tag. Ich übernehme den Fall. Wo muss ich denn hingehen? Na, zu mir, du Pfeifenheini! Das ist alles deine Schuld. Das wäre nicht passiert, wenn du Arnold nicht entführt hättest. Ja, und jetzt sind schon vier bösartige Kerle. Ich weiß gar nicht, wovon ihr da redet. Wir müssen dieses gefährliche Ding jetzt erstmal einfangen, und zwar schnell. Was ist? Bist du nun mit deinem Bubi mit von der Partie oder nicht? Wer ist hier ein Bubi, du Polyester-Cowboy? Du nennst mein Schnuckilein Polyester-Cowboy, du schäbiges Hinterzimmerflittchen. Ich sollte dir auf der Stelle eine schallende Ohrfeige geben. Wir werden Arnold schon ganz alleine finden. Na, genau das habe ich von der heutigen Jugend erwartet. Es gibt keine richtigen Amerikaner mehr unter euch. Und heute ist Nationalfeiertag. Also, wenn du so ein großer Patriot bist, warum sind dann deine Kaugummis die offizielle Zwischenmahlzeit für die russischen Kosmonauten, hä? Na, ganz einfach deshalb, weil du ohne Schmiergelder für die NASA nicht mit ihnen ins Geschäft kommst. Die Kommunisten dagegen braucht man nur mit ein paar Prozenten zu beteiligen. Aber ich will nicht meine Zeit vertrödeln und euch die Gesetze der Marktwirtschaft erklären. Komm jetzt, Mervis, es reicht. Wir machen uns auf die Suche. Ich schicke dich zum Chromosomentest, bevor wir Kinder kriegen. Mann, seht euch mal die scharfen Bräute an. Die werde ich mir jetzt mal aus der Nähe betrachten. Schnapp dir die Wasserratten. Oh, kalt. Ich habe mich absichtlich mit ihm verabredet. Er ist schließlich der reichste Typ in der ganzen Gegend. Die haben es aber eilig. Ist diese hässliche alte Schrottschüssel nicht das Auto von Dude? Wer? Na, dieser abgebrannte, dämliche Plattenfried. Er hat im Moment was mit Denise. Die kennst du doch auch. Ach, Denise, deren Schwester die Salatbar managt in dem komischen Steakparadies. Genau, du kennst Dude. Ah!
Deine Kumpels höchstwahrscheinlich. Ah, ein Piranha! Tschüss, bis später, Terry. Das ist mein Lieblingsbadeanzug, du Widerling! Hallo, Schätzchen! Schon gut. Komm, wir hauen ab. Komm sofort raus da, Arnold. Mach schon, deine kleinen Knopfaugen erkenne ich überall. Danke für deine Hilfe, Amy. Das musst du gerade sagen. Ich werde doch deinetwegen mein Fitnessprogramm nicht absagen. Komm schon. Sie sind durch die Kanalisation entkommen. Dann können sie ja überall auftauchen. Was waren das für Dinge? Touristen aus Nevada. Du wirst doch wie jeder anständige Junge auch bis Silvester warten können. Mann, Alter, ich rieche Eiscreme. Buddy Holly, du bist mir zu leise. Du hängst doch was aus. Buddy Holly, antworte mir! Hörst du nicht? Also was? Um Gottes Willen, wo sind die denn her? Komm weg da! Los, ihr geht sofort alle rein! Idiot! Schnell, in den Kühlraum! Pass schön auf. Haut bloß ab! Wie lange brauchst du eigentlich für einen Reifenwechsel? Es dauert halt ein bisschen ohne Wagenheber. Ich weiß gar nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Vanille oder Schokolade? Ich nehme Stracciatella. Bleib da! Geh zurück. Setz dich ins Auto. Du Plünderer! Kippe. Oh, Bob! Ich hab nichts. Danke, mir geht's wirklich gut. Übrigens, ich bin Marge. Oh. Hallo. Und das ist Bob und das ist der kleine Buddy Holly. Danke. Nächstes Mal, die mich rumtrauben. Wir sind bald im Krankenhaus. Was waren das bloß für Dinge? Außerirdische Mama, das habe ich dir doch gesagt. Du solltest besser gar nichts sagen. Ich brauche keine Behandlung. Alles halb so schlimm. Bob ist mal angefallen worden von einem Grizzlybären im Yellowstone Park. Na, hoffentlich war es nicht Yogi-Bär. Ich sag euch mal was. Ich wurde mal von einem Grizzly angefallen im Yellowstone Park. Oh. Könnten sich die Herrschaften vielleicht mal ein bisschen beeilen? Danke, geht schon. Armer Kleiner, du
Bruder, du! Es wird schon wieder sehr. Ich werde niemals meine erste Begegnung mit ihm vergessen. Er war gerade 11 und ich sagte mir damals, das Bürschchen sieht ja aus wie ein Huhn und nun ist er tot. Beruhige dich, Liebling. Komm, jetzt Papa wird dich ein bisschen massieren. Ding. Er hat immer alles verpatzt, aber er hat es gut gemacht. Stimmt, Schatz? Ja, doch. Und wir werden ihn eines Tages im Himmel wieder treffen. Du, ich glaube, ich habe hier was gefunden. Ach, wirklich? Weißt du, es macht mich richtig an, wenn ich sehe, wie du alles selbst in die Hand nimmst. Ehrlich? Mhm. Na, dann haben die Beiträge für meine Selbsterfahrungsgruppe doch was gebracht. Hier steht, dass nach der Legende hohe Priester in der Lage waren, leblose Materie in lebende Wesen zu verwandeln. Sie benutzten dazu, ich zitiere, das Feuer der Götter. Zum Leben erweckt verfügten diese Objekte über Regenerationskräfte, die es unmöglich machten, sie zu zerstören. Mhm. Was kann dieses Feuer der Götter nur bedeuten? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich so eine Art Mikrowelle. Regenerationskräfte. Deshalb sind es vier geworden. Es ist wie bei den Würmern. Wenn du einen Wurm zerteilst, hast du auf einmal zwei Würmer. Wir müssen die Leute davor warnen, sie zu zerteilen, sonst tummeln sich hier Hunderte von diesen Monstern auf der Straße. Dies kleine Schweinchen aß Braten. Hör auf damit. Dies kleine Schweinchen aß nichts. Und dieses kleine Schweinchen war ein böses Schweinchen und machte den ganzen Weg nach Hause pipi. Oh, hör auf. Oh, Schatz, ich hätte eine komm bessere doch Stiefmutter sein sollen. Nein, Liebling, du warst eine wunderbare Mutter. Ja, du warst du eine. Nein, Mausi, ich mag nicht. Ich möchte nur von dir naschen. Nein. Ich liebe dich so willst sehr. Du so ein rosanes? Dann wollen wir mal sehen. Wo sind die Aufrührer? Du bist es, Gott sei Dank. Die Eingangstür ist aus Teakholz, du Arschloch. Aber hier ist doch sowieso alles verwüstet. Wozu brauchst du da noch eine Tür? Ach, mein guter alter Ed, wir haben dich so vermisst. Wo hast du denn den Kampfanzug her? Ja, gefällt dir was? Den haben mir die Kumpels aus der Abteilung für taktische Attentate geliehen. Ach, Schatz, sei so lieb und mach uns ein paar kalte Drinks, ja? Eddie, du kannst dir helfen, sie leidet noch fürchterlich. Lass dir ruhig Zeit, Liebling. Was? Wir haben da bald ein paar ganz schöne Probleme am Hals. Eddie konnte nichts ausrichten, ne? Hatte auch das allerschlechteste Zeugnis auf der Polizeischule. Weißt du, Boss, der Fortbildungskurs hat mir riesig Spaß gemacht. Ich habe das Gewehr hier gewonnen und dann noch... Das ist jetzt unwichtig. Pass gut auf. Wenn die Biester sich in den unterirdischen Höhlen aufhalten, wird man herausfinden, dass ich jahrelang massenhaft illegal Giftmüll gelagert habe. Und wenn ich auffliege, fliegst du mit. Oh, die beiden Superhirne zusammen? Cecil, ich habe da inzwischen etwas Interessantes herausgefunden. Ich will nichts davon hören. Ich werde mit diesen bösen kleinen Bastarden schon selber fertig. Aber du Nein, musst mir mal zuhören. Es ist schon fast 9 Uhr und wir dürfen doch die Eröffnungszeremonie für den neuen Golfplatz nicht versäumen. Liebe Güte, und ich habe nicht mal meine Rede angehört. Oh, Cecil, du musst mir zuhören. Ich brauche jetzt Hilfe. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Jetzt Bürgerinnen und Bürger dieses Bundesstaates, von Anbeginn der Zeit an hat der Mensch Cecil, immer... Hörst du? Geschichte beweist, dass die Zivilisation Fortschritte gemacht hat zum Wohle aller Menschen, weil ein paar geniale Menschen den Mut zu großen neuen Visionen gehabt haben und die Kraft dazu, sie auszuführen. Bravo! Aber hinter jedem großen Mann gibt es immer eine liebende und uneigennützige Ehefrau, die seine Tage und Nächte mit einer so vollkommenen Liebe ausfüllt. So tief, dass es ihn geradezu drängt, sich auch seine wildesten Träume zu verwirklichen. Cäsar hatte seine Kleopatra. Napoleon hatte seine Josephine. Und Sonny hatte seine Cher. Doch ich bin der Glücklichste. Ich habe meine Melvis. Bravo! Wisst ihr noch? Sie haben mich einfach ausgelacht, als ich gesagt habe, dass ich hier den ersten 36-Loch-Minigolfplatz bauen werde. Aber ich habe mich nicht beirren lassen und ich habe meinen Traum realisiert. Und mit Ihrer selbstlosen Hilfe habe ich etwas verwirklicht, die größte und schönste Anlage für Miniaturgolf. Hiermit erkläre ich nun offiziell Melvis Miniaturgolfplatz für offiziell eröffnet. Ja! So, nun geht mal eine schöne Runde einlochen.
Spielt bis zum Umfallen. Heute geht alles aufs Haus, Leute. Ich gebe einen aus. So, die letzte Bahn. Nicht vergessen, der von hier kommt. Ich lasse meine Kumpel sehen können. Oh, eine tolle Aussicht. Hey, du hast geschummelt. Ich hab nicht geschummelt. Komm, klein, wirklich noch mal her. Was war denn das? Papa, Sie sind wieder da. Sie sind hier, Papa. Hör doch, Papa, Sie sind hier. Warte, wir sind punktgleich nach diesem Schlag. Aber Papa, du verstehst überhaupt nicht. Sie kommen, Sie sind wirklich wieder hier. Psst. Papa! Psst. Oh, guck mal, da sitzt einer. Guck doch mal hin. Pass auf, Papa! Ich glaube, dass ich heute keinen Glückstag habe. Hast du Schmerzen, Bob? Nein, nein, der Schreck hat mich von den Schmerzen abgelenkt. Du schlägst das Glas ein? Klar. Ah! Verdammt! Mach es weg! Hilf mir! Beeil dich! Ich habe gar kein Geld dabei. Da fragst du mich, ob ich Geld dabei habe. Natürlich. Hey, los! Komm doch! So schnell, komm schon! So schnell. Los, los, weg hier! Ich konnte wirklich nichts dafür, ehrlich. Oh, nein, das war nicht dein Fehler, mein Sohn. Ich glaube, du hast dir ganz gut für Ordnung gesorgt. Tausend Dank, Papa. Ed! Komm sofort her! Na los, mach endlich was, du dämlicher... Professor! Nimm nicht dieses Wort in den Mund! Es ist schließlich eine Dame anwesend! Geh doch nicht so blöd rum! Geh und knall das sie ab! Das ist ein Katastropheneinsatz, Papa. Richtig, mein Junge. Gib mir Deckung. Jetzt werde ich die Burschen wegboosten. Allesamt. Du kannst sie nicht erschießen. Ach ja, und woher willst du das wissen? Weil ich dieses Buch gelesen habe, das Tagebuch des Eroberers. Blödsinn. Hör doch mal zu! Diese Dinger regenerieren sich. Du kannst sie nicht umbringen. Wenn man sie zerteilt, dann vermehren sie sich. Das ist doch ausgemachter Mist! Glaubst du das, Mervis? Also, ich weiß nicht genau. Ah! Schätzchen! Halt das, mein Junge! Mitmenschen! Du hast ja noch ganz andere Talente, Ed. Nun, das hört man gern. Jetzt geht die Party ab. Oh, die hässlichen Viecher haben doch tatsächlich Dutzsachen an. Den Scheider hat die Lise extra zu seinem letzten Geburtstag eingefärbt. Keine Sorge, Liebling. Ich mach sie jetzt fertig. Gib mir deinen Helm, Rübe. Kann ich nicht, der ist so geliehen. Du gibst mir sofort deinen Helm. Ja. Schatz, gib mir mal die Schere. Bist du verrückt? Es werden immer mehr, wenn du sie zerschneidest. Ach, ab hier. Ah. Hey, ich kann nicht genug wie ich sein. Komm schon, du Saftsack. Der Depp weiß gar nicht, was er damit anrichtet. Danke. Na, hast du jetzt endlich begriffen, wie man sowas erledigt? Ich glaube noch nicht ganz. Was ist denn das? Siehst du, was du angerichtet hast? Jetzt sind schon sieben da. Ach, geh mir aus den Augen. Los, Ed, nimm ihn fest und nimm die ganze Bande mit. Lass niemanden mit ihm sprechen. Warte, und schmeiß ihn in die große Zelle. Komm mal her. Ja, komm mal her. Wohin führen diese Abwasserrohre? Auf dein Firmengelände. Dann müssen wir sofort zurück zur Fabrik, bevor die Biester die unterirdischen Lager aufdecken.
Kann ich mein Helm wieder, das er habe? Hast du auch Ralf auf der Glatze? Sag mal, Eddie. Du willst uns doch nicht wirklich aufs Revier bringen und einsperren. Wohin? Ach, in Knast. Na klar, das muss ich. Ein wirklich guter Bulle führt immer seine Befehle aus. Nein, ein wirklich guter Polizist. Er denkt selbstständig und entscheidet blitzschnell, wann immer unvorhersehbare Umstände es erfordern. Du musst mir nichts mehr erzählen. Oder siehst du irgendwo schon wieder mal russische Spione? Such mal nach Madonna, die hat doch schon ein paar Filme gemacht. Ich bin die nackte Frau. Ja, vielleicht ist sie ja nackt. Ich weiß nicht, warum ihr unbedingt zum Golfplatz zurück wollt. Na, wir könnten dir sicher bei der Aufklärung helfen. Oh, du wirst doch bestimmt mal befördert werden, du weißt schon. Ja, verstehe. Du meinst also, ich bin der beste Mann? Klar. Hältst du eben mal bei der Pizzeria an? Ich habe riesen Appetit auf Zwiebeln mit Thunfisch. Ja, ich habe auch Hunger. Du könntest auch öfter Pizza essen in deinem Alter. Ich habe doch gesagt, es geht nicht. Wir müssen so schnell wie möglich zur Fabrik. Aber wir könnten uns doch ein paar einpacken lassen, hä? Pizza tönt mich nämlich an. Wow, Verstoß gegen Paragraph 13b auf frischer Tat überführt. Was ist da los? Ganz bestimmt ein paar ausgeflippte Gymnasiasten. Eddie, so ein Superbullen wie dich gibt's ein zweites Mal. Nach Gesetzesverordnung Nummer 35 Absatz C dürfen Zivilisten bei nationalem Notstand und Gefahr zu Polizeiaufgaben herangezogen werden. Du gehst rein! Was ist es?